Beginnen. Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Astrologie im 21. Jahrhundert. Heute begrüßen wir als ganz besonderen Gast Dr. Christoph Schubert-Weller, den ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Astrologenverbandes von ungefähr 2005 bis 2011. Und wir nehmen auch gleich, erstmal Grüß Gott, Christoph. Hallo Volker, ich grüße dich. So, wir nehmen den Bildschirm dazu. Es geht um dieses Buch. Das haben wir schon in einer Extrafolge besprochen. Das werde ich gleich nochmal zeigen. Die Kurzbiografie lautet Christoph Schubert-Weller, Philosophiestudium, Pädagogikstudium, Promotion, Ausbildung in Astrologie seit 1976, geprüfter Astrologe, geschäftsführendes Mitglied der Prüfungskommission und Vorsitzender. So, das können wir dann gleich schon wegpacken. Und dann gucken wir uns jetzt hier den Kanal Astro Talk, traditionelle Astrologie an. Hier finden Sie eine Menge Informationen über Christoph Schubert-Weller. Da gibt es eine ganze Filmliste. Wenn Sie die anklicken, dann haben Sie hier ein dreieinhalbstündiges Gespräch über die Biografie von Christoph. Und das wollen wir heute nicht vertiefen. Heute geht es um ein spezielles Thema, das mit dem Buch zu tun hat, das ich hier in den Händen halte, die Zukunft der Sterndeutung. Steht die Astrologie vor einem Paradigmenwechsel? Und heute beschäftigen wir uns mit einem speziellen Themenbereich aus diesem Buch, nämlich der Frage: Gibt es in der Astrologie einen freien Willen? Und wenn Sie sich über die Debatte diesbezüglich informieren wollen, unter unseren Playlists gibt es hier eine heute erstellte Playlist, die nennt sich Fate and Free Will in Astrology. Der Hintergrund ist, ich habe im Deutschen so gut wie nichts gefunden. Die ersten Videos von Manly Hall über Adam Allen Bass und Chris Brennan sind stundenlange Videos. Also hier haben Sie allein 20 Stunden Informationen über den Background unseres heutigen Themas. Und mir geht es jetzt heute darum, auf Seite 102 dieses Buches, Die Zukunft der Sterndeutung, erschienen im Chiron Verlag, gibt es in dem Kapitel 7, das Unterkapitel 7.1, Schicksal und freier Wille, und dort zitiere ich aus Seite 102, Zitat: Alles in allem gilt, der freie Wille existiert nicht. Man kann machen, was man will, wenn man sich im Rahmen des persönlichen Willenshorizonts bewegt, im Rahmen seiner Vorherbestimmung. Aber man kann nicht wollen, was man will. Nächster Unterpunkt: Die größte Freiheit verwirklicht der Mensch, wenn er gemäß seiner Vorherbestimmung, gemäß seinem Schicksal lebt und Entscheidungen trifft. Entscheidungen scheinen gestaltbar zu sein. Es ist denkbar, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Und der letzte Unterpunkt: Der Mensch kann wahrscheinlich am besten seiner Vorherbestimmung gerecht werden, wenn die Bedingungen einer offenen, toleranten und liebevollen Gesellschaft vorherrschend sind. Und dann weiter im Text: Das individuelle Geburtshoroskop ist eine Landkarte, die zur Erkenntnis des eigenen Willenshorizonts und dessen Ausgestaltung hinführt. Keine Landkarte bildet die Wirklichkeit gänzlich und im Maßstab 1 zu 1 ab. Keine Landkarte verzeichnet jeden Baum, jedes Haus, jeden Weiler. So hat auch das Horoskop seine Aussagegrenzen, lässt Deutungen und Fragen offen. Eine Landkarte ersetzt nicht die Wegbewältigung. Wandern, fahren muss ich selber. Und so muss ich bereit sein, mein Horoskop zu leben und zu gestalten. Unter diesem Horizont stehe und gehe ich, so bin ich gemeint. In diesen Grenzen sind wir darum zum freien Willen geradezu verurteilt. Wir haben keine andere Wahl. Ende des Zitats von Seite 102. Aber ich erinnere an die Aussage, der freie Wille existiert nicht. Christoph, diese Debatte ist ja nicht neu. Die wird ja seit der Antike geführt, ob es einen freien Willen gibt oder keinen. Was sind deine Wegstationen zu diesem Ergebnis? Da gab es ja sicher Zwischenschritte. Ich erlaube mir mal aus dem Internet gefischt, was vorzulesen.
Du hast es vorgelesen von mir, jetzt lese ich was vor. Von der Front der Wissenschaft in einem Experiment, Zitat, zeigte der amerikanische Physiologe Benjamin Libet, dass sich bei Probanden, die sich zwischen zwei Tasten zu entscheiden haben, diese Entscheidung aus den elektrischen Reizmustern des Gehirns lesen lässt, noch bevor der Proband sie trifft. Also noch einmal, der Zuschauer bei dem Experiment liest sozusagen etwas, was der Proband noch gar nicht weiß, aber was sich demnächst in seinem Gehirn abspielen wird und was die Frage nach dem freien Willen eindeutig zu beantworten scheint. Es geht weiter im Zitat. Seither haben Forscher in aller Welt Libets Experiment wiederholt und verfeinert, stets mit demselben Befund. Bevor wir uns bewusst zu entscheiden glauben, hat das Gehirn die Entscheidung bereits vorweggenommen. Wir tun nicht, was wir wollen, sagte einer der beteiligten Physiologen, sondern wir wollen, was wir tun. Das bestätigt die Demut wird Zitatstelle. meines Erachtens auch. Das Demut wird bestätigt die Zitatstelle in deinem Buch, würde ich sagen. Aber das war nicht meine Frage. Die Entschuldigung. Wissenschaft ist ja eine geduldige Angelegenheit. Mich interessiert eher, ist das, was du geschrieben hast und was du gerade durch dieses Zitat ja nochmal bestätigt vorgelesen hast, das ist ja so eine Art Endprodukt von Meinungsbildung, ein philosophisches Endprodukt. Ich gehe mal zurück. Als du bei Holger Stenjon-Rache in den 70er Jahren die Astrologie gelernt hast, hast du da auch schon so gedacht? Nö. Was hast du denn damals Nein. gedacht zu dem Thema? Zu dem Thema weiß ich nicht, was ich gedacht habe. Ich habe wohl gedacht, und das hat mich die ganze Zeit auch begleitet, Mensch, da ist ein Praktiker am Werk, der überdies ein ganz guter Didakt ist, denn der Holger Stenson-Rascher hat seinerzeit mich als Schreibmaschine benutzt, die Horoskopdeutung für die letzten seiner Klienten zu Papier zu bringen hatte. Und Da wie war ging ich es dann? natürlich auf der einen. Pardon? Na, wie ging es denn dann weiter, wenn du also damals noch nicht so gedacht hast? Was hast du denn damals gedacht, was den freien Willen angeht? Gab es für dich damals einen freien Willen? Innerhalb der Grenzen, ja, meiner Entwicklungsmöglichkeiten, innerhalb der Grenzen meines Umstandes, dass ich also chronisch wenig Geld hatte, gab es natürlich einen freien Willen. Da bin ich dann ganz dem Paradigma der späten 60er, der 70er Jahre gefolgt. Ja, aber richtig philosophiert über diesen Begriff der Freiheit habe ich natürlich nicht. Es war in jungen Jahren, ich wollte die Astrologie lernen. Und vielleicht war es auch ganz sinnvoll, die Astrologie erst zu lernen, um dann über die Freiwilligkeit dieses ganzen Unterfangens nachzugrübeln, statt von vornherein mein Schicksal davon abhängig zu machen, gibt es denn nun den freien Willen oder gibt es ihn nicht. Nähern wir uns mal der Zeit, wo du dann die Prüfung beim Deutschen Astrologenverband abgelegt hast und danach Vorsitzender der Prüfungskommission des Deutschen Astrologenverbandes wurdest. Das ist ja dann eine Funktion, ein Amt, wo diese Frage, ob es einen freien Willen in der Astrologie gibt, eine gewisse Prüfungsrelevanz haben könnte. War das eine prüfungsrelevante Thematik für dich damals? Auch nicht. Nein. Die ganze Im Zeit nicht. Gegenteil. Im Gegenteil, ich dachte mir, wenn ich jetzt die armen Kandidaten noch mit diesem philosophischen Problem des freien Willens ja oder nein konfrontiere, dann sind diese armen Kandidaten endgültig durch den Wind und bestehen eine Prüfung möglicherweise nicht, obwohl sie eigentlich das Zeug haben, die Kenntnisse und auch die Beratungskompetenz, eine solche Prüfung zu bestehen. Also, Okay. Wie Moment, war es denn mit ich dir selber zu der Zeit, als du Vorsitzender der Prüfungskommission warst? Das sind ja viele Jahre. Hat dich das Thema damals beschäftigt oder hast du es eher agnostisch offen gelassen? habe es agnostisch offen gelassen. Okay. Jetzt bin ich durch eigenes Schicksal natürlich auch an einen Punkt gelangt, wo ich sage, ich will es etwas genauer wissen. Wann fing das an? Als du die ersten Schicksalsschläge erlebt hast oder schon vorher? Wenn ich in meinem Gehirn nachgucke, müsste es ja eigentlich schon kurz vorher angefangen haben.
dem Zitat, das ich vorhin gebracht habe, zufolge. Tja, nein, es wurde mir bewusst, als meine Frau krank wurde und dann starb. Es wurde mir bewusst, als ich praktisch zum Todestag meiner Frau Notoperation über mich ergehen lassen musste, um, ja, eine Operation über mich ergehen lassen musste, um mit einem künstlichen Darmausgang bestückt zu werden. Okay, das heißt, da Da habe sind ich von. angefangen, auch zu philosophieren. Und das wäre jetzt meine Frage. Da hast du angefangen zu philosophieren. Philosophieren kann man auf verschiedene Art und Weisen machen. Man kann bei den Vorsokratikern anfangen, sich über Platon und die Neuplatoniker und die Kirchenväter und den Thomas von Aquin oder auch die islamischen Astrologie-Experten in Bagdad im Mittelalter oder über Kepler bis zu William Lilly oder bis in die Gegenwartsphilosophie voranarbeiten. Gab es einen philosophischen Theorieansatz, der bei dir im Vordergrund stand? Hast du eine bestimmte Philosophierichtung für sehr maßgebend erachtet? Du klingst ja so wie ein Stoiker. Das wäre dann die Das bin ich Philosophie der, wahrscheinlich auch. Nein, das ist vollkommen richtig. das wäre eine Philosophie der Stoa. Und da gibt es ja dann auch den Proklos als bewährten Neuplatoniker, den man teilweise heranziehen kann. Gab es bestimmte Bücher, die du gelesen hast, oder wie hast du philosophiert? Ich habe philosophiert sozusagen auf eigene Rechnung und nach eigenem Gusto. Das meinte ich. Ich will damit Folgendes sagen. Auf der Universität habe ich Gott sei Dank in einigen Seminaren gelernt, wie man selber philosophiert, ohne sich auf diesen oder jenen tollen Autor zu berufen. Weißt du, Volker, auf Autoren kann ich mich berufen, dass die Schwarte kracht. Das wissen wir alles, was die Autoren geschrieben haben, beziehungsweise was die Autoren eben nicht geschrieben haben. Weißt du, Schicksal heißt Schicksal und dem kannst du nicht entrinnen. Aber, und Nimm die das Hände besser runter, man sieht deine Augen nicht. Geht die es? fallen sowieso Parkinson So bedingt meistens ist besser, zu. ja. So ist besser. Sehr viel besser, sehr viel besser, ja. Okay. Also auf gut Deutsch, du Sozusagen. hast, so ist sehr gut. Christoph, du hast also auf gut Deutsch mit den Fähigkeiten, die du dir in deinen zwei Studien und deinen nachfolgenden autodidaktischen Studien erworben hast, selbstständig zu denken. Du bist dein eigener Philosoph, kann man das so sagen? Ja. Und das Home, Ergebnis home, dieses homemade Philosophierens, Philosopher. ein Bitte? Homemade-Philosoph, das heißt, das Ergebnis dieses Prozesses, der jetzt ja schon einige Jahre andauert, und im Augenblick geht es dir ein bisschen besser, deswegen haben wir den Mut gehabt, dieses Video heute aufzuzeichnen. Wir bitten also die Zuschauer um empathische Nachsicht, dass es nicht das perfekte Video mit einem Superstar aus der Bühnenlandschaft ist, sondern Christoph bemüht sich hier, sich zur Verfügung zu stellen, im Rahmen seines Buches einen kleinen Einblick in seine philosophische Werkstatt zu gewähren. Und in diesem Buch finden Sie natürlich auf vielen, vielen Seiten Überlegungen zur Zukunft der astrologischen Sterndeutung. Und heute war es uns ein Anliegen, das Kapitel 7.1, das wir Ihrer Lektüre empfehlen, ausführlich zu lesen, aber die Ergebnisse dieses Philosophierens, die ich vorgelesen habe, sind, wie wir gerade gehört haben, Philosophie in der Ursprungsform, dass jemand philosophiert, ohne sich auf eine Autorität zurückziehen zu wollen, sondern die Früchte des eigenen Denkens und Nachdenkens und Hin- und Herabwägens zu präsentieren. Und das Ergebnis, ich zitiere das nochmal, das Ergebnis ist, der freie Wille existiert nicht. Wenn wir dieses Ergebnis zugrunde legen, Christoph, was bedeutet das für die Praxis der Astrologie? Muss man den Klienten aufklären diesbezüglich? Also Wenn ich die finde, dass wenigstens in einem Nebensatz die Frage nach dem freien Willen dahin gehört. Ich liebe es dann, den Klienten zu fragen, wenn ich merke, der Klient oder die Klientin ist ein bisschen aufgeschlossen für diese philosophische Frage, dann geht er nämlich auch auf die Frage ein. Und ich liebe es, in Beratungen auch auf diese Frage abzustellen, mit dem Hinweis darauf, lieber Klient, dein Schicksal kannst du nicht beeinflussen. Und du kannst sehr wohl entscheiden, wie du damit umgehst. Erstens. Und zweitens,
Und jetzt geht es hier. Also, erstens, du kannst entscheiden, wie du mit deinem Schicksal umgehst. Zweitens, und jetzt fehlt es mir an der Konzentration, die ich dringend bräuchte. Ich halte das, ich halte die Aufzeichnung mal kurz an, damit Christoph sich sammeln kann. Das Schicksal So, kannst du nicht jetzt sind wir wieder in beeinflussen. der Aufzeichnung und Christoph hat seinen Gedankengang wieder gefunden. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also, dem Schicksal kannst du nicht entrinnen. Du kannst dich aber diesem Schicksal stellen, indem du sagst, ich entscheide so und so, wie ich damit umgehe. Das ist mir ein ganz wichtiger Gedanke. Und es ist auch gleichzeitig ein Ansatz, der letztlich den Klienten befreien kann vor falschen Ängsten, vor dem Schicksal, vor falschen Ängsten, ja, zu philosophieren und doch nicht ans Ziel der Philosophie zu kommen. Das heißt, die Frage nach dem freien Willen könnte emanzipatorisch wirken. Das klingt für mich so, als ob du als Astrologe heute Werbung machen könntest mit: Ich bin ein stoischer Astrologe. Ich vertrete die Überzeugungen der Astrologen, die damals in der Zeit der Stoa gearbeitet haben und die stoische Philosophie zur Grundlage ihrer astrologischen Deutungsarbeit gemacht haben. Denn das, was du gerade gesagt hast, das kann man im Prinzip wörtlich bei den Begründern der stoischen Philosophie und den nachfolgenden weiterführenden Philosophen, die stoische Programme vertreten haben, das kann man eigentlich wörtlich dort lesen. Würdest du dem widersprechen oder würdest du sagen, wenn ich dich als Stoiker bezeichne, fühlst du dich verstanden? Ich fühle mich verstanden, wenn ich als Stoiker sozusagen durch die Weltgeschichte tapern kann, weil die stoische Art und Weise zu überleben, ja, die hat mich letztlich gerettet vor all den Schicksalsschlägen, Tod meiner Frau, Erkrankung und Operation und. Das heißt, ich konnte mit Hilfe einer gelassenen Haltung konnte ich an diesen Dingen reifen. Was daraus wird, weiß ich nicht. Es kann immer noch sein, dass mich das Schicksal auf dem falschen Fuß erwischt. Es kann immer noch sein, dass ich mich vom Stoiker zum Epikureer und vom Epikureer, ich weiß nicht, werde. Aber das schien mir die sinnvollste Möglichkeit. Okay, das Also heißt, ich kann mir jetzt. liebe Zuschauer, wir können uns heute bei Dr. Christoph Schubert-Weller für seine Bereitschaft bedanken, uns einen Blick in seinen Entwicklungsgang werfen zu lassen, wie er vom agnostischen Philosophen zum stoischen Philosophen sich entwickelt hat. Und lieber Christoph, herzlichen Dank hier von Hannover an den Bodensee und an die Zuschauer, lieben Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.